Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video beschäftigen wir uns mit Fungible Tokens. Ein Fungible Token ist eine Art digitaler Vermögenswert, der als Wertspeicher, Recheneinheit oder Tauschmittel in Blockchain-Transaktionen verwendet wird. Diese Vermögenswerte werden als fungibel, als fungible bezeichnet, weil sie in kleinere Einheiten aufgeteilt oder gegen andere Token derselben Kategorie ausgetauscht werden können. Ich habe hier eine Definition gefunden, die bei Google als erstes Resultat auftaucht und den Anfang finde ich gut, den Rest dann nicht mehr so. Das scheint mir mit einem Large Language Model geschrieben zu sein. Aber schauen wir uns kurz die Definition an. A fungible token is a form of a digital asset that is used as a store of value, a unit of account or a medium of exchange in blockchain transaction. These assets are called fungible as they can be split or interchanged with the same category of tokens. Fungible tokens operate through smart contracts and peer-to-peer systems. Muss nicht sein. Ein Fungible Token kann durch einen Smart Contract gesteuert werden, muss aber nicht. Und das werden wir noch bei Native und Non-Native Tokens sehen. Dann weiter. Transactions are secured by cryptography and remain traceable and public. Traceable halt nur, wenn es die Blockchain erlaubt. Es gibt auch Privacy-preserving Blockchains. Dort ist es dann nicht mehr so traceable. Und dann startet die Definition mit einer Klassifikation aus der Sicht der Finanzwelt. There are three main types of fungible tokens: Payment, Utility and Security Tokens. Kann man so einteilen, wird auch häufig gemacht. Ich werde dazu später mehr noch etwas sagen, aber mein Fokus ist eher auf die technischen Eigenschaften. Aber wenn wir schon dabei sind, dann eben, es gibt diese drei Arten von Zahlungstoken. Das ist ein Payment-Token, der zum Beispiel als Währung verwendet werden kann, als Beispiel Bitcoin oder Ethereum. Utility-Token, die Zugang zu speziellen Anwendungen oder Dienstleistungen bieten, zum Beispiel der Basic Attention-Token. Hier ist ein Utility-Token, der im Brave-Browser verwendet wird. Und er ermöglicht Nutzern, Werbetreibenden direkt zu bezahlen und gleichzeitig die Privatsphäre zu schützen. Und ein Security Token hingegen repräsentiert einen Anteil an einem realen Vermögenswert oder einer Finanzanlage, zum Beispiel Aktionariat, wo man seine Aktien digitalisieren kann. Nun, das Wichtige bei einem Fungible Token: Es gibt drei Hauptmerkmale, die so ein Fungible Token auszeichnet. Und das ist die Austauschbarkeit, die Interchangeability. Fungible Tokens sind untereinander austauschbar. Ein Token einer bestimmten Art hat immer den gleichen Wert wie ein anderer Token derselben Art. Ein Bitcoin ist beispielsweise immer so viel wert wie ein anderer Bitcoin. Das ist ganz wichtig. Dann Teilbarkeit, Divisibility. Fungible Tokens können in kleinere Einheiten aufgeteilt werden. Bei Bitcoin ist es zum Beispiel bis zu 8 Nachkommastellen. Die kleinste Einheit wird Satoshi genannt. Und dies ermöglicht die Durchführung von Transaktionen in Teilbeträgen, was besonders wichtig ist, da der Wert von Tokens sehr stark schwanken kann. Wie gesagt, bei Bitcoin kann man 8 Dezimalstellen einstellen, um eben kleinere Mengen zu transferieren. Und dann die dritte Charakteristik, das ist die Standardisierung. Fungible Tokens haben ein hohes Maß an Standardisierung und Uniformität, insbesondere auf der Blockchain, wo technische Protokolle oder Definitionen wie zum Beispiel ERC20 für Ethereum-basierte Tokens sicherstellen, dass jeder Token gleich und interoperabel ist. Und dies gewährleistet eine reibungslose und sichere Abwicklung von Transaktionen.
Und Beispiele für Fungible Tokens, ich habe bereits ein paar genannt, Bitcoin, Ethereum, das sind sicher bekannte Kryptowährungen, die als Zahlungsmittel und Wertspeicher fungieren. Stablecoins wie USDC oder USDT zeichnen sich durch ihre Bindung an stabile Werte wie den US-Dollar aus und werden häufig als Zahlungsmittel verwendet, um Volatilität zu minimieren. Und ein weiteres Beispiel ist der OSS-Token, den ich das letzte Mal in der Vorlesung erstellt habe. Das ist auch ein Fungible Token. Und in dieser Vorlesung werden wir ebenfalls einen Token erstellen. Jetzt wissen wir, was ein Fungible Token ist. Und jetzt schauen wir noch uns an, was Kryptowährungen sind. Hier noch ein Überblick über Fungibility. Bei Wikipedia kann man sich genau anschauen, was es ist. Einen groben Überblick. Kryptowährungen sind Fungible Tokens, die als digitale Währung verwendet werden und nicht auf eine zentrale Autorität angewiesen sind. Dies bedeutet, dass sie in einem dezentralen Netzwerk von Teilnehmern existieren, die über Blockchain-Technologie Transaktionen ohne zentrale Kontrollinstanz abwickeln können. Bekannte Beispiele, natürlich Bitcoin, Ethereum. Der Wert solcher Tokens basiert dann auf Angebot und Nachfrage. Das haben wir uns in der Vorlesung ebenfalls bereits angeschaut. CoinMarketCap, dort sieht man dann, was eben der Preis ist und der wird gesteuert durch Angebot und Nachfrage. Wir waren auch schon auf der Binance Exchange, dort haben wir auch gesehen, eben, wie das mit dem Angebot und der Nachfrage funktioniert. Im Gegensatz dazu sind die CBDCs, die haben wir uns innerhalb der Stablecoin-Vorlesung haben wir uns angeschaut. Und diese CBDCs, gehen wir am besten noch kurz hier auf die Webseite, das als kurzer Überblick. Die werden von einer staatlichen Zentralbank ausgegeben, haben wir, wie gesagt, in der Stablecoin-Vorlesung behandelt. Und ein zentraler Unterschied zwischen CBDCs und Kryptowährungen besteht darin, dass CBDCs in der Regel auf staatliche Regulierung und Kontrolle setzen, wenn Kryptowährung weitgehend dezentralisiert funktioniert. Es gibt verschiedene Wege, Kryptowährungen zu handeln, wobei zwischen zentralisierten und dezentralisierten Börsen unterschieden werden können. Eine dezentrale Börse ermöglicht es Nutzern, direkt miteinander zu handeln, ohne dass man eine zentrale Partei wie eine traditionelle Börse involviert ist. Diese Transaktionen können entweder innerhalb derselben Blockchain, zum Beispiel Ethereum oder Arbitrum, oder zwischen verschiedenen Blockchains, Cross-Chain durchgeführt werden, wobei Technologien wie Atomic Swaps oder Bridging zum Einsatz kommen. DEXs werden wir in der, also Decentralized Exchanges, werden wir in der nächsten Vorlesung uns ansehen. Zentralisierte Börsen, die sogenannten CEXs, wie Binance oder Coinbase, sind Plattformen, die als Vermittler für den Handel zwischen Nutzern fungieren. Bei zentralisierten Börsen liegt die Kontrolle über die Transaktionen und die Verwahrung der Kryptowährung bei der Plattform, was einer traditionellen Börse ähnelt. Und FTX, über das werde ich sicher auch noch berichten, das war so eine Börse, wo man handeln konnte. Und FTX gibt es nicht mehr, die sind pleite gegangen und viele Anleger haben sehr viel Geld verloren. Eine gute Beschreibung, wie man Kryptowährung einstufen kann, habe ich hier gefunden von diesem Menschen hier, Jan Lansky. Das sind die Eigenschaften, diese sechs Eigenschaften hier. Die erste Eigenschaft, keine zentrale Autorität erforderlich. Das System muss ohne eine zentrale Autorität funktionieren. Und die Konsensfindung über den Zustand des Systems wird dezentral durch das Netzwerk erreicht. Überblick über Einheiten und Eigentum. Das heißt, das System muss den Überblick über alle Kryptowährungseinheiten und deren Eigentümer behalten. Dies wird in der Regel über eine Blockchain realisiert, die alle Transaktionen und Besitzer aufzeichnet. Erstellung neuer Einheiten. Das System muss klar definieren, ob und wie neue Kryptowährungseinheiten geschaffen werden können. Bei vielen Kryptowährungen wie Bitcoin
geschieht dies durch Mining oder ähnliche Prozesse, die die Schaffung neuer Coins kontrollieren. Der Nachweis des Eigentums an den Kryptowährungseinheiten muss ausschließlich durch kryptografische Verfahren erfolgen. Dies gewährleistet Sicherheit und verhindert Betrug oder Fälschung. Dann zu den Transaktionen und Eigentumswechsel. Das System muss es ermöglichen, dass Transaktionen durchgeführt werden, die das Eigentum an den Kryptowährungseinheiten ändern. Nur diejenigen Personen oder Entitäten, die nachweislich der Eigentümer der Einheiten ist, kann solche Transaktionen autorisieren. Und zuletzt Doppelausgaben verhindern. Falls zwei unterschiedliche Anweisungen zur Übertragung desselben Vermögenswertes gleichzeitig ausgeführt werden sollen, muss das System sicherstellen, dass maximal nur eine Transaktion durchgeführt wird. Dies verhindert das Problem der sogenannten Doppelausgaben, ein Double Spending, bei dem dieselben Einheiten mehrmals verwendet werden können. Das sind diese sechs Voraussetzungen, damit man eine Kryptowährung nennen darf, gemäß dieser Definition. Schauen wir uns Beispiele von Fungible Tokens und Kryptowährungen an. Der erste Use Case haben wir bereits in der Vorlesung Stablecoins behandelt. Das sind natürlich Stablecoins. Stablecoins sind Kryptowährungen oder auch Fungible Tokens, die an den Wert von Fiat-Währungen oder anderen stabilen Vermögenswerten gekoppelt sind. Und ihr Hauptzweck ist es, die Volatilität traditioneller Kryptowährungen zu vermeiden und eine stabilere Wertbewahrung zu bieten. Ein weiterer Use Case ist, dass man mit Tokens für eine Transaktion bezahlt, wie zum Beispiel für Ethers, das Gas. Das haben wir uns ebenfalls angeschaut. Oder um einen Smart Contract auf einer Blockchain auszuführen. Dort müssen eben Nutzer Transaktionsgebühren zahlen, auf jeder Chain im Prinzip. Und das kann mit einem Native Token gezahlt werden. Auf Ethereum sind es Ethers, auf Bitcoin sind es Bitcoins. Und damit kann man die Transaktionsgebühren zahlen. Dann ein weiterer Use Case, das sind Altcoins, das sind wiederum andere Kryptowährungen außer oder neben Bitcoin, Ethereum, die als nicht Mainstream oder spekulativ gelten. Manche Altcoins werden auch als Shitcoins bezeichnet, ein abwertender Begriff für digitale Währungen mit geringer Marktkapitalisierung und unklarem Nutzen. Aber eben die Definition von Altcoins und Shitcoins, die sind sehr, sehr, sehr vage. Interessanterweise, die Schweiz hat am 1. August 2021 ein DLT-Gesetz eingeführt, das den rechtlichen Rahmen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten stärkt oder reguliert. Dieses Gesetz bietet unter anderem eine Lizenz für DLT-Handelsplattformen, um den Handel und die Verwahrung von digitalen Assets in einem regulierten Umfeld zu ermöglichen. Zudem erlaubt das Gesetz die Nutzung von elektronischen Registern zur Ausgabe von Rechten auf die Verwahrung von Wertpapieren auf der Blockchain. Dies macht die Schweiz zu einem Vorreiter im Bereich der Blockchain-Regulierung und so ist es möglich, Aktien als Fungible Tokens über die Plattform, zum Beispiel Aktionariat, zu erwerben, halten und zu verkaufen. Und mehr zu diesem Gesetz gibt es auf dieser Seite hier. Das ist direkt von admin.ch. Da gibt es mehr Informationen darüber. Die FINMA, die kategorisiert ebenfalls die Tokens, diese Fungible Tokens. Das haben wir auch kurz in der Einführung gesehen. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat die Kryptowährungen in drei Hauptkategorien unterteilt. Das sind diese hier. Es gibt Payment Token oder Zahlungstoken. Diese Token sind gleichbedeutend mit Kryptowährungen wie Bitcoin und haben keine weiteren Funktionen oder Verbindungen zu Entwicklungsprojekten. Sie können im Laufe der Zeit die Funktionalität als Zahlungsmittel entwickeln und weitreichender akzeptiert werden. Dann gibt es Utility Tokens.
Utility Tokens gewähren Zugang zu einer Anwendung oder einem Dienst auf der Blockchain. Ein Beispiel ist der Zugriff auf spezielle Funktionen innerhalb eines dezentralen Netzwerks oder einer Plattform. Das können zum Beispiel sogenannte DAOs sein. Da werden wir auch noch in der Vorlesung darauf eingehen. Und das dritte sind Asset Tokens, und diese Tokens repräsentieren reale Vermögenswerte wie Beteiligungen an physischen Gütern, Unternehmen oder Einkommensströmen. Und sie bieten oft ähnliche Funktionen wie traditionelle Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen oder Derivate. Ein Asset Token könnte zum Beispiel das Eigentum an einem Immobilienprojekt darstellen oder Rechte an zukünftigen Unternehmensgewinnen. Und die fast wichtigere Unterscheidung ist bei den Kryptowährungen und bei den Fungible Tokens ist die Unterscheidung zwischen Native und Non-Native Token. Ein Native Token ist die eigentliche Kryptowährung einer Blockchain, die auf ihrem eigenen Protokoll basiert, wie zum Beispiel Ether bei Ethereum. Das ist der Native Token der Ethereum Blockchain. Und er wird direkt auf der Blockchain ausgegeben und zur Zahlung von Transaktionen oder zur Ausführung von Smart Contracts verwendet. Non-Native Tokens sind Token, die auf einer Blockchain mit Hilfe von Smart Contracts betrieben werden. Ein Beispiel dafür ist USDT oder USDC, was wir in der Stablecoin-Vorlesung gesehen haben. Und USDT ist ursprünglich auf der Bitcoin-Blockchain entstanden. OmniLayer wurde auch auf andere Blockchains wie zum Beispiel Ethereum eingeführt. Hier wird dieser Token über Smart Contracts betrieben und ist somit nicht nativ, jetzt zum Beispiel von Ethereum. Und übrigens, USDT hat die Unterstützung von OmniLayer eingestellt, da es nicht genügend Nachfrage gab. So, wie werden jetzt diese Kryptowährung, diese Fungible Tokens implementiert? Wir werden das uns anschauen auf der Grundlage Ethereum oder mit Ethereum, und zwar werden wir uns dort den ERC20 Token anschauen. ERC20 habe ich in der Vorlesung auch bereits oder in den Übungen kurz erwähnt. Das ist hier ein Standard, der definiert ist. Hier beschreibt man die Funktionen, die implementiert werden müssen. Hier sind die Funktionen und hier sind die Events. Das heißt, es gibt zwei Events und glaube es 7 Funktionen, die implementiert werden müssen. Und dann, wenn man diese Funktion implementiert, ist man ein ERC20 Token und kann von anderen Applikationen verwendet werden. Der ERC20 Standard, das ist ein technisches Protokoll, das den Umgang mit Fungible Tokens auf der Blockchain, auf der Ethereum Blockchain regelt. Und der ERC20 Token, der Contract speichert alle wichtigen Informationen zu den Tokens und ermöglicht den sicheren Transfer zwischen Adressen. Dieser Standard sorgt für einheitliche Funktionen und Schnittstellen, die von allen ERC20 Tokens implementiert werden, und eine reibungslose Interoperabilität zwischen den Tokens und den Plattformen, die sie nutzen, zu gewährleisten. Das werden wir dann bei den DEXs sehen. Das heißt, diese DEXs, die gehen davon aus, dass man eben einen Token hat nach ERC20 Standard, wenn man auf der Ethereum Blockchain ist, und das heißt, dort muss man eben diesen Standard einhalten. Und dank dieser Standards können ERC20 Tokens problemlos auf Wallets und diversen Börsen gehandelt und genutzt werden. Während einige Funktionen optional sind, wie zum Beispiel Name, Symbol, Decimals, sind sie für die Benutzererfahrung und die Klarheit eines ERC20 Tokens äußerst nützlich. Diese optionalen Funktionen, wie gesagt, Name, das ist der Name des Tokens, den gibt man als String zurück. Das ist hilfreich für Wallets und Anwendungen, um den Token klar zu identifizieren. Symbol gibt das Symbol oder den Ticker des Tokens zurück, ähnlich wie BTC für Bitcoin oder Ethereum oder ETH für Ethereum. Und Decimals gibt an, wie viele Dezimalstellen der Token unterstützt, zum Beispiel hat Ethereum 18 Dezimalstellen
was es ermöglicht, sehr kleine Mengen des Tokens zu versenden. USDT hat zum Beispiel 6. Dann kommen wir zu den Events. In ERC20-Contracts spielen Events eine wichtige Rolle, um Interaktionen auf der Blockchain zu signalisieren und nachverfolgbar zu machen. Die beiden wichtigsten Events hier oder die einzigen Events im ERC20, das ist Transfer. Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn Tokens von einer Adresse an eine andere gesendet werden. Und Approval. Das ist das hier unten. Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn ein Besitzer einem Dritten erlaubt, eine bestimmte Menge seiner Tokens zu transferieren. Und daneben gibt es die obligatorischen Funktionen, die implementiert werden müssen. Um als ERC20-konform zu gelten, müssen eben alle diese Funktionen implementiert werden. Und das ist Total Supply. Das gibt die Gesamtmenge der existierenden Tokens zurück. Diese Funktion ist nützlich, um zu verstehen, wie viele Tokens insgesamt ausgegeben wurden und im Umlauf sind. Balance Off zeigt das Tokenguthaben eines bestimmten Nutzers an und dies ermöglicht es Nutzern und Plattformen, den Kontostand einer bestimmten Ethereum-Adresse zu überprüfen. Dann haben wir Transfer und Transfer From. Transfer überträgt eine bestimmte Anzahl von Tokens an eine andere Adresse und gibt True zurück, wenn der Transfer erfolgreich war. Transfer From, diese Funktion ermöglicht es, Token von einer anderen Adresse auf eine andere zu übertragen, vorausgesetzt, der Absender hat vorher die Berechtigung dazu erteilt. Dann gibt es die Approve-Funktion, der Tokenbesitzer erteilt einer bestimmten Adresse, dem Spender, die Erlaubnis, einen bestimmten Betrag von seinem Token zu verwenden. Dies wird typischerweise bei dezentralen Börsen verwendet, wo Nutzer Token einem Smart Contract zur Verfügung stellen, damit er Transaktionen abwickeln kann. Und das Problem, also das ist nützlich, dass man das machen kann mit Approve. Das Problem ist, es braucht dann immer zwei Transaktionen, wenn man mit einer DEX interagieren möchte. In Zukunft wird es ein Ethereum-Feature geben mit Account Abstraction, wo man dann dazu nur noch eine Transaktion braucht. Das ist dann sicher benutzerfreundlicher und das werdet ihr dann sicher auch im Challenge Task sehen, dass eben das mit den zwei Transaktionen, das ist ein bisschen mühsam. Die Allowance, das ist eine Funktion, die anzeigt, wie viele Tokens der Spender noch vom Owner ausgeben darf. Sie hilft sicherzustellen, dass Dritte nur die genehmigte Menge an Tokens transferieren können. Und diese Funktion und Ereignisse sind essentiell für die ordnungsgemäße Funktionsweise eines ERC20 Token Contracts und schaffen die Grundlage für den sicheren und transparenten Handeln mit Token auf der Ethereum-Blockchain. So, nun werden wir unsere eigene Kryptowährung erstellen und alle nötigen Funktionen selber implementieren. Und dann seht ihr, wie so ein Token funktioniert und wo die Informationen gespeichert sind. Dazu gehen wir in unsere Remix-ID. Die ich auch schon bereits gezeigt habe. Da muss ich noch den Screen einstellen. Das ist dieses Screen hier. Da gehen wir mal auf ein neues Projekt und nennen das mal myerc20.sol. Gut, und den Start, den kennen wir bereits. Ich gehe hier zurück auf die Funktionen, auf die Mandatory Functions, die kopiere ich jetzt. Also ich verwende jetzt nicht Open Zeppelin, ich zeige dann noch, wie man das auch mit Open Zeppelin machen könnte. Hier muss ich Contract MyERC und hier muss ich die folgenden Funktionen implementieren. Ich muss die folgenden Events implementieren. Und diese hier ebenfalls.
Das sind meine Events, die habe ich mal wie entsprechend angegeben. Ich kann mit dem Konstruktor starten und was ich sicher mal machen möchte, ist, ich möchte mir am Anfang ein paar Coins übergeben oder ein paar Coins transferieren. Das heißt, ich muss zuerst einmal irgendwo festhalten, wo die Coins dann gespeichert werden sollen. Und zuerst mal noch, damit die Warnung hier nicht mehr kommt, das die Lizenz einfügen. Danach muss ich ein Mapping erstellen. Machen wir zuerst noch den Konstruktor fertig. Das heißt, ich brauche hier sicher noch ein Mapping und zwar von einer Adresse, und zwar nenne ich die Account. Das wird zu einer Zahl und 256 gemappt. Und der Accessor, der kann von mir aus public sein. Wenn ich nichts angebe, ist es public. Und nenne ich es Balances. Und was ich jetzt machen kann, hier werden meine Balances gespeichert. Das heißt, welche Adresse hat wie viel Balance. Und dementsprechend können wir auch direkt BalanceOf bereits implementieren, weil hier machen wir nichts anderes als Return Balances, und zwar hier vom Owner. Und das wäre es schon mit der Implementation. Ich möchte im Konstruktor, wie gesagt, mir noch ein paar Coins zukommen lassen. Das heißt message.sender, und ich bekomme 1000 mal 10 hoch 18 oder am besten 10 hoch Decimals. Und bei den Decimals, dort gebe ich dann zurück Return 18, das heißt, wir haben 18 Nachkommastellen. Und jetzt haben wir bereits Decimals ebenfalls implementiert. Was es jetzt noch braucht, den Namen Return, das ist der Ost Token Nummer 42. Und Symbol Return, das ist OT42. Gut, kommen wir zum nächsten, Total Supply. Das ist ebenfalls relativ einfach. Oh, bei den Balances hier noch wichtig, hier müssen wir einen Event generieren, weil wir hier 1000 Tokens erstellen oder verschieben. Das heißt, wir müssen den Transfer-Event hier emitten. Und das machen wir mit Emit. Transfer from, entweder hier den Contract oder eine Nuller-Adresse. Da muss ich jetzt kurz in die Spezifikation reingehen. Und zwar beim Event. Okay, must trigger when tokens are transferred, including zero valid transfers. A token contract which creates new tokens should trigger a transfer event with the from address set to zero. Das heißt, wenn wir Tokens kreieren, müssen wir also from hier 0 setzen, to message.sender, und value können wir wieder oben nehmen. Wir können es auch in eine Variable auslagen. Das ist relativ wenig, das ist nicht kopiert. Gut, also wir haben hier den Namen, wir haben hier das Symbol, Decimals, nun brauchen wir hier den Total Supply, und da müssen wir jetzt eine Laufvariable mitgeben. Machen wir hier eine zweite Variable hier, und 256. Man kann das auch wieder private machen. Public muss es nicht sein, weil wir haben einen Accessor darauf.
Eigentlich Balances kann auch private sein, weil wir ein Balance off haben. Das heißt, ich mache es private. Das spart ein bisschen Gas. Das mache ich ebenfalls private. Total Supply oder Global Supply nenne ich das. Global Supply. Und das hier, Total Supply, gebe ich dann wieder zurück. Return. Genau, jetzt haben wir aber bereits 1000 Tokens erstellt. Das heißt, was es hier braucht, ist Global Supply. Das können wir vielleicht nach dem Emit machen. Nein, das wurde Emit. Weil wenn wir auf den, das spielt eigentlich keine Rolle. Weil auf den Emit, da können wir eh nur reagieren außerhalb der Blockchain und dann ist die Transaktion durchgelaufen. Also dort spielt hier eine Rolle jetzt. Und hier starten wir ebenfalls. Jetzt müssen wir uns langsam in eine Variable auslagern und Value und da habe ich das hier und das hier. Gut, jetzt sind wir hier bei Transfer. Das ist eine ganz spannende Funktion, die nächste Funktion. Ups. Und hier transferieren wir von meinem Account jetzt, also wenn ich diese Funktion aufrufe, dann transferiere ich von meinem Account auf diesen Account hier und da kann man jetzt von meinem Account jetzt den Betrag abziehen. Das ist Value. Das heißt Balances vom Message.sender ist minus gleich Value. Das heißt, es wird mir abgezogen. Wenn ich jetzt nicht genügend habe, gibt es ein Underflow und es wird nicht funktionieren. Das heißt, es wird ein Fehler geworfen. Man könnte noch das Ganze abfangen und eine schöne Fehlermeldung ausgeben im Stil von Not enough funds. Kann man auch machen. Ich bin einfach wahrheitshalber, lasse ich das jetzt mal so. Gut, also dann müssen wir bei mir abziehen. Beim anderen müssen wir jetzt derjenige, der es erhält, müssen wir es hinzufügen und das ist bei Balances underscore 2. Hier haben wir ein Plus gleich Value und Return True. Genau. Das heißt, nur derjenige, der die entsprechenden Coins hat, kann diese Transaktion erfolgreich ausführen. Hier wird der Value abgezogen, hier wird er hinzugefügt und hier wird dann der Wert zurückgegeben. Gut, das heißt, wir gehen zum nächsten Transfer from. Und hier ist es wichtig, dass wir das mit dem Approval richtig machen. Das ist ein bisschen komplizierter, bis jetzt war es relativ einfach. Und mit dem Approval Allowance, dort geben wir eben einer anderen Adresse die Berechtigung, von meinem Account etwas abzuziehen. Und das Transfer From muss natürlich überprüfen, ist das überhaupt erlaubt? Und dementsprechend muss ich ebenfalls noch ein Mapping haben mit Allowances. Das ist das folgende Mapping, das machen wir auch mit Private. Hier oben Mapping Private Allowances. Und der einfache Teil hier, das ist natürlich Return, nennen wir es Global oder machen wir es mit Underscore, machen wir es mit Underscore. Und hier ebenfalls Total Supply Underscore. Total Supply Underscore. Machen wir das hier, dann haben wir das hier, Allowances und machen wir hier ebenfalls Underscore, mit Konsistent, Balances, Underscore Balances. Gut, Total Supply, Underscore Balances, Underscore Balances. Und hier machen wir Underscore Allowances.
Und zwar hier vom Owner. Wir haben ein Mapping, von einem Mapping, wie wir oben hier gesehen haben, also vom Account zu einem Mapping zum Spender und wie viel das ist. Das heißt, hier können wir sagen, Owner Spender. Owner noch falsch geschrieben. Gut, jetzt haben wir das implementiert und jetzt müssen wir noch Approve implementieren. Das funktioniert wie folgt. Approve, das ist underscore, underscore allowances und zwar wieder vom nein, hier unten. Okay, approve geht vom Owner, also das wird der Message Sender sein, in dem Fall message.sender und dann geht es zum Spender, underscore Spender und hier werden wir den Value hinschreiben, das heißt hier sagen wir, eine andere Adresse darf von meinem Konto, also von meinen Balances etwas überweisen. Und da geben wir jetzt noch einen Event raus, emit approval, und zwar owner, das ist der message.sender, spender, das ist der spender, value, das ist der value. Beim Transfer muss natürlich ebenfalls gemacht werden. Transfer from, das ist message.sender to value. Bei Transfer from machen wir etwas Ähnliches wie hier. Das können wir schon mal kopieren, aber das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Hier wäre das underscore from. Value wird abgezogen. Hier wird dann underscore from der Transfer ausgelöst. Das ist so gefährlich, das stehen zu lassen, weil jetzt kann eigentlich jeder von jedem die Balances übertragen. Das heißt, ich könnte von einer x-beliebigen Person jetzt mit diesem Transfer from die Tokens übertragen. Und hier müssen wir oben die ups. Hier oben müssen wir die das, so, und zwar müssen wir überprüfen, was die momentane Allowance ist. Das können wir natürlich überprüfen, indem wir hier das Folgende überprüfen. Und zwar müssen wir überprüfen, das ist from. Und der Spender ist message.sender. Das ist die momentane Allowance, die wir haben. Und jetzt muss ich überprüfen. Das kann ich machen mit cert, ob die Allowance auch ausreicht. Also das heißt, current Allowance muss größer oder gleich dem Value sein. Und sonst haben wir not. Nein. Not enough allowance. Und jetzt haben wir es eigentlich überprüft und jetzt müssen wir es auch noch abziehen, diese Allowance. Das heißt, wenn wir etwas ausgegeben haben, muss die Allowance entsprechend tiefer sein. Das heißt, wir müssen dann noch so etwas machen. Wir können jetzt das Approve nochmals aufrufen und zwar machen wir das mit Approve from und dann kommt message.sender und hier müssen wir jetzt ausrechnen, wie viel das es noch ist, also beim Approve dieser Value. Und das ist Current Allowance minus Value. Underscore Value.
Und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich implementiere es nochmals neu, und zwar ist das die Allowance von unserer From-Adresse. Das heißt, diese hier. Und da muss ich jetzt dann Value minus Value setzen. Das muss ich dann hier unten reporten. Das heißt, und hier gilt es jetzt, der Spender, das bin ich, message.sender. Und hier ist gerade umgekehrt und da ebenfalls from und message.sender. Ich hoffe, ich habe es richtig rum. Also wenn Sie ein Smart Contract implementieren, unbedingt wichtig ist, dass man das Ganze auch abtestet. Ich werde es sicher mal ausprobieren. Hier noch etwas, was rot ist. Das nennen wir Call Data. Das heißt, Call Data muss dann hier sein. Ja. Machen wir Memory. Das wird funktionieren. Gut, das müssen wir noch in eine Adresse umwandeln. Und hier noch. Require. Genau. Und Mutability can be restricted to pure. Würde ich jetzt nicht machen, weil hier Decimals Public View Returns. Wobei der Modifier sollte keine Rolle spielen. Ich wechsle auf Pure, werden sehen, was dann passiert. Das ebenfalls und das ebenfalls. Hier noch etwas Gelbes. Bulls. Return True natürlich. Return True. Und hier oben noch. Genau, die Version. Die kann ich noch einfügen. Das ist diese Version hier. Machen wir mal die Version 26. Nein, das ist 27. Machen wir 27. Compile, kompilieren tut er. Ich habe jetzt überhaupt nichts importiert. Eben zwei wichtige Sachen. Wenn ihr Smart Contract schreibt, schaut bei Open Zeppelin vorbei. Die haben gute Standard Contracts. Die haben auch ein Contract Wizard. Und die haben eben eine Basisimplementation von einem ERC20. Das ist dieser hier. Die haben diverse Extensions noch reingebaut. Man kann Burnable, Pausable, man kann damit auch voten. Wenn man so etwas braucht, ist es sicherlich hilfreich, diese Contracts zu nehmen. Die sind auch ziemlich sicher, das heißt, die sind reviewed, die wurden häufig verwendet. Es haben schon sicher ganz viele Menschen drüber geschaut, ich sicher auch. Die Contracts, die funktionieren. Und wenn man jetzt Contracts selber schreibt, dann gibt es natürlich unter Hard Hat auch ein Framework, wie man testen kann. Das heißt, hier gibt es gute Test Cases. Man kann Test Cases entweder in Solidity oder in JavaScript schreiben und dann die Funktionalitäten abtesten. Es gibt zum Beispiel Basistests für ERC20 bei Open Zeppelin, wo man seinen ERC20 auch damit testen kann, welche die Basisfunktionalität wie Transfer, Transfer From, Approve, alles das testet. Wenn man dann nun Fehler hat, alles hat funktioniert, dann schläft man doch ein bisschen ruhiger. Nichtsdestotrotz, es ist sehr wichtig, dass man die Smart Contracts auch reviewen lässt, idealerweise von mehreren Unternehmen, zwei oder drei, damit man wirklich sicher ist, dass diese Smart Contracts so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Gut, zurück zu unserem Contract, den werden wir jetzt deployen. Gut, also hier haben wir unseren Contract, myERC, ich habe hier MetaMask, ich habe bereits ein paar Sepolia Ethers. Was ich gemacht habe, ist, ich habe Proof of Work
also Polyafacet verwendet und hier habe ich meine Ethers her. Das dauert 2 Stunden ungefähr, bis man die Ethers dann bekommt mit einem anständigen Rechner und damit kann man dann das Gas bezahlen. Wenn ihr Ethers braucht, sendet mir eine Nachricht. Ich sende euch dann diese Ethers und die könnt ihr dann verwenden. Gut, also wie gesagt, kompiliert haben wir es. Ich habe jetzt noch nicht überprüft, ob alles korrekt ist. Also Transfer sollte schon korrekt sein. Transfer from, das hier weiß ich noch nicht. Müsste man sicher abtesten. Aber wir deployen jetzt einfach mal. Und zwar verbinde ich mich hier mit MetaMask. Haben wir auch schon gesehen. Und hier sehen wir, dass ich diese Adresse habe. Diese deckt sich mit dieser Adresse. Und jetzt können wir deployen. Und das kostet uns ein bisschen Gas, 0,2 Ethers. Wir bestätigen und bekommen dann eine Bestätigung. Confirmed. Das ist meine Transaktion. Contract Creation. Ich habe jetzt bereits 1000 von meiner Kryptowährung mir zugewiesen. Das braucht jetzt noch ein bisschen. Und was ich jetzt dann machen kann, ist, ich nehme diesen Contract. Ist noch am Indexieren. Ja, hier kommt er. Ich nehme diesen Contract hier. Das ist der Contract, der erstellt worden ist, diese Adresse. Da sehen wir, sollte es einen Event geben. Das ist hier das Minten von meinen 1000 Tokens. Transaktion hat es oder ein Transfer hat es noch keinen gegeben, den machen wir jetzt. Und zwar mit MetaMask kann ich jetzt, wie gesagt, hier einen Token, den habe ich in der Vorlesung gemacht. Hier kann ich den Token importieren. Da sehen wir die Angaben. Ich habe 1000 davon und ich kann jetzt das an eine beliebige Adresse eigentlich schicken. Ich schicke es dann, ich kann es wieder an meine Adresse schicken, wobei macht nicht so viel Sinn. Ich schicke es dann auf irgendeine beliebige Adresse. Mal schauen, was ich da finde. Etherscan, bin auf Sapolia, Fee Recipient. Ich nehme mal diese Adresse hier. Der wird sich dann über diese 1000 Tokens freuen, wobei ich schicke ihm einen Token. Ich gehe dann hier auf Send von meinem Account auf diesen Account und ich schicke ihm hier einen OT42. Continue. Confirm. Und dann sehe ich, dass es eben hier einen Transfer gegeben hat, das auch auf Basis des Events, welchen wir emitten. Das heißt, diesen Event hier, der wird dann ebenfalls sichtbar. Und zwar, das ist der Contact Creation. Jetzt sollte es eigentlich durch sein. Etherscan hat noch eine Weile. Da gibt es mittlerweile zwei Holders. Genau, an diese Adresse habe ich es geschickt. Jetzt sollte hier auch. Ups. Wo war ich? Hier. Jetzt sollte bei Token Transfer sollte etwas drinstehen. Die Events sehen wir schon mal. Und das hat jetzt nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Das erstaunt mich jetzt. Habe ich noch einen Filter drin? Ich glaube nicht. Das ist von diesem Contract. Transfers waren es zwei, genau, Holders. Das ist dieser Token, das ist die Adresse und wir sollten hier eigentlich zwei Transfers sehen. Ich werde dann noch prüfen, warum wir das nicht sehen, aber hier sollte ich das eigentlich sehen.
Genau, w wichtig ist, dass wer welche Coins hat, das ist gespeichert auf dem Smart Contract. Das ist hier in diesen Balances drin. Das haben wir im Mapping drin, wer wie viel dann für jemand anders ausgeben darf in diesem Mapping. Und das ist eigentlich der ganze Smart Contract. Das ist der ganze ERC20 Contract, den wir jetzt geschrieben haben. Und das ist jetzt meine eigene Kryptowährung. Andere Contracts, die sehen ähnlich aus. Also wir können uns noch den USDT anschauen auf Etherscan. USDT. Die haben die haben ihren Contract auch hinterlegt. Bei mir hat man jetzt diesen Contract nicht gesehen, weil ich eben den Source Code nicht hinterlegt habe. USDT hat es gemacht. Aber wenn wir hier reinschauen, SafeMath, das war noch nötig, weil Underflow, Overflow, der Check noch nicht gemacht worden ist. Ownable, dass es eben ein Owner gibt, das haben wir jetzt nicht bei mir integriert in diesem Contract. Und dann haben Sie ein Basic Contract, das ist ohne die Allowance, das ist der Basic Token. Der Transfer haben wir gesehen, Fees werden nicht abgezogen, weil Base Point Rate haben wir in der Vorlesung nachgeschaut, das ist null, das heißt, es werden keine Fees abgezogen. Aber hier ebenfalls Message Sender, Balance abgezogen, hier noch mit Sub anstatt mit Minus bei in diesem Overflow, respektive Underflow. Und dann wird das dem To hier hinzugefügt. Und dann gibt es noch die Erweiterungen mit dem Transfer from, respektive hier geht es eben mit diesen Allowances. Und da werden die Allowances dann auch gesetzt hier abgezogen, so wie wir es auch gemacht haben. Und hier sehen wir aber, dass die Allowance abgezogen wird, aber es wird kein Event emittet. Und so viel ich weiß, habe ich gemeint beim Event. Gehen wir kurz nachschauen. Approval must trigger on any successful call to approve. Okay, jetzt ist eine Interpretationsfrage, ob man das beim Transfer auch machen muss, wo das Approval runtergesetzt wird. Müsste ich im Contract bei Open Zeppelin nachschauen. Können wir eigentlich ganz kurz nachschauen, wie die es implementiert haben. Hier haben wir Approve Transfer from Spend Allowance, das setzt die Allowance herunter und Spend Allowance ruft underscore approve auf mit False. Es wird kein Event emitted, das heißt, bei uns sollten wir auch diesen Approval rausnehmen. Der stimmt nicht. Da hat es USDT richtig gemacht, wir haben es falsch gemacht. So, hier waren wir. Das stimmt in dem Fall. Und dann wird der Event emitted. Heute muss man eine Message schreiben. Früher, glaube ich, musste man das nicht machen. Was aber hier nicht ganz stimmt, ist, auch beim Transfer nicht. Transfer hat einen Rückgabewert Boolean. Hier haben wir keinen. Und aus diesem Grund gibt es auch bei Open Zeppelin ein Safe Transfer, wo all diese Spezialcases abhandelt und man das eigentlich problemlos dann aufrufen kann. Hier das Approve, Allowance, es ist noch possible, das heißt, den USDT-Contract kann man pausieren, das heißt, keine Transfers mehr sind möglich. Das kann derjenige machen, der Owner ist, also der Owner kann Pause machen und Unpause ebenfalls. Und dann gibt es noch Admin-Funktionalitäten, wie zum Beispiel Blacklist. Man kann Adressen auf die Blacklist setzen, man kann sie wieder removen, man kann auch Funds zerstören. Das sind Methoden, die wahrscheinlich aus regulatorischer Sicht implementiert werden mussten. Und hier sehen wir die Funktionen, die dann aufgerufen werden. Transfer from überprüft zuerst, ob es geblacklistet ist, prüft, ob etwas deprecated ist und ruft sonst Balance off auf. Von dem Contract vom Standard Token hier, also dieser Tether Token Extended Pausable, Standard
Token und Blacklist. Und da werden diese Funktionen aufgerufen. Das ist mehr oder weniger nur ein Forward. Hier sehen wir den Total Supply. Die machen das wahrscheinlich ähnlich, wie wir auch gemacht haben. Issue, das heißt, hier werden gemintet. Total Supply wird dann um diesen Betrag erhöht. Und hier das Gegenstück dazu, Redeem, hier wird dann die Total Supply entsprechend reduziert. Dann diese Parameter, hier kann man die Base Points setzen, also wie viel, so wie ihr gesehen, das ist 0. Hier noch die Events und that's it. Das ist der ganze Contract. Hat ein bisschen mehr Zeilen als das, was wir geschrieben haben, aber in der Regel die Smart Contracts, die sind eigentlich relativ kurz und klein. Gut, das wäre es vom Fungible Token ERC20. Wir haben uns ein Beispiel angeschaut und das nächste Mal werden wir sehen, wie wir diesen Token bei den Decentralized Exchanges auch anwenden können. Das auch im Zusammenhang mit dem Challenge Task.